Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein weiteres Video über das Wagner Mikrokeramik mit dem 1.20 Diesel N47D20. Warum das ganze Spiel? Und zwar, ich habe einen YouTube-Kommentar von jemandem bekommen unter dem 330 Diesel. Und der meinte, ey, hast du nicht einen 1.20 Diesel mit dem N47 mit dem Steuerkettenproblem? Und warum machst du darüber kein Video? Wenn ich Wagner wäre, würde ich das sofort machen. Ich guck mal, vielleicht blende ich den Kommentar hier ein. Ich benutze es selber auch. Es ist super gut, es hat super viel geholfen. Und da bin ich. BMW 1.20 Diesel N47D20. Schaltgetriebe mit einer extrem lauten Steuerkette. Wirklich laut. Ich versuche heute mal und bin selber gespannt, was das Mikrokeramik in diesem Motor bewirkt. Meine persönliche Erfahrung mit dem 330 Diesel von meinem Dad war richtig gut. Also ich muss sagen, der Sound, der Motorsound im Stand und das Innenraumgeräusch auch wahrnehmbar, alles reduziert worden. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, das Wagner Mikrokeramik liegt hier da oben schon auf dem Motorraum. Dass es ein bisschen warm wird, das muss gleich von mir noch ordentlich gescheckt werden, das mache ich dann auch noch und dann wird es eingeführt. Und dann kommt ein Folgevideo über den Lautstärke-Pegel-Vergleich vorher, nachher mit dem Wagner Mikrokeramik. Jetzt geht's ab an Schütteln, also schüttel ich jetzt mir hier einen vom Mikrokeramik und werde das dann einfüllen und ja, ich bin gespannt, was es gibt und vielleicht gibt es hier gegen Ende noch mein Statement oder wieder von mir zu Hause. Bei diesem Wagen unterscheidet sich eine Sache ganz besonders und zwar ist kein frisches Öl drin, es ist aber auch kein altes Öl drin, es ist ein medium frisches Öl drin. Der Wagen hat auch das Mugil 1.0 W40 ESP und 8000 Kilometer hat er damit schon zurückgelegt. Und in diesem Fall kommt einfach nichts raus an Öl, kein frisches Öl rein, sondern einfach nur on top das Wagner Mikrokeramik. So Leute, der Moment ist gekommen. Boah, ey, das Auto ist so schmutzig, ich muss dir noch mal kurz einen Lappen holen. Ich hoffe, ich habe einen. Leider nicht. Den Versuchsaufbau konnte ich leider nicht identisch herstellen und zwar deswegen bitte ich einmal den Dezibel-Messgerät einmal zu vernachlässigen. Das hat nicht so ganz hingehauen über die Zeit, weil verschiedene Parameter natürlich immer mit reinspielen. Wenn ich das vorher nachher mache, habe ich immer einen direkten Aufbau, den ich dann einfach direkt erstens mir gemerkt habe, zweitens ich das Gerät nicht abändere und die Position nicht ändere. Da hat man so gesehen schon eine deutlich bessere Vergleichbarkeit, als das jetzt hier über den längeren Zeitraum der Fall war. So, jetzt sitze ich hier im Auto und ich werde jetzt hier mit der Drehzahl ein bisschen spielen und wir werden mal schauen, wie viel wir von dem Steuerkettenrasseln zu hören bekommen. Drin mit der GoPro, draußen mit zwei anderen Kameras und Mikrofonen. Los geht's!
kommen wir einmal zu der Thematik mit der 21, diese Steuerkette. Ihr habt die eben den Vergleich gehört zwischen dem Öl ohne Mikrokeramik und dem Öl mit der Mikrokeramik und das insgesamt nach 12.000 Kilometer Laufleistung. Was man aber doch sehr häufig hören konnte, war, denke ich, der Unterschied in der Geräuschkulisse. Also wenn man einmal guckt, es waren sehr viele metallische Motorgeräusche vorher zu hören, die im Nachhinein deutlich reduziert worden sind. Um das Ganze jetzt zu klären, ist das Steuerkettenproblem damit behoben? Ich würde sagen, nein, weil die Steuerkette ist halt ein mechanisches Bauteil, was jetzt nicht im Ölbad schwimmt, sondern einfach außen um den Motor auch herumläuft. Und der entscheidende Faktor ist ja auch, dass bei dem, ich kenne den Motor selber auch aus meinem damaligen 21 Diesel, ist, dass die Schienen das Problem sind. Das heißt, die Steuerkette läuft in der Schiene sehr laut und das ist so das Hauptproblem. Demzufolge wird das Öl jetzt keine wahren Wunder bewirken, aber es wirkt schon Wunder. Wie meine ich das Ganze? Und zwar, ein Vierzylinder-Diesel läuft immer sehr unrund. Es gibt einen unrunden Lauf, wer das weiß, ein Vierzylinder-Diesel oder vielleicht sogar die alten Vierzylinder-Pumpe-Düse von Audi, die laufen echt ruppig. Die sind laut, die haben einen unrunden Lauf, die sind nicht wirklich ausbalanciert. Es ist kein Vergleich zum reinen Sechszylinder-Benziner-Motor. Das ist eine ganz andere Welt. Aber was durch das Wagner Mikrokeramik in diesem Fall jetzt passiert ist, ist, dass die ganzen Geräuschkomponenten und die ganze Geräuschkulisse und alle metallischen und mechanischen Bauteile betrifft, den gesamten Motorlauf des Motors halt reduziert und runterholt. Das bedeutet, die ganzen starken oder lautstarken Faktoren, die ein Vierzylinder diese mit sich bringt, werden durch die Einlagerung des Mikrokeramiks reduziert. Also der Motorlauf ist deutlich angenehmer, deutlich ruhiger und für einen Vierzylinder Diesel läuft der echt gut. Also ist keine Frage. Die Steuerkette ist nach wie vor präsent, weil das nicht unmittelbar im Zusammenhang steht, aber der Motorlauf als solches hat sich deutlich verbessert. Ich bin selber auch mal immer wieder mal eine Runde mit dem Wagen gefahren. Ich kenne das Fahrzeug selber. Ich hatte selber nicht den gleichen, aber also nicht den, aber einen gleichen. Gleiches Baujahr, auf 2 Monate unterschiedlich. Gleiche Laufleistung, gleicher Motor. Und kenne den Motor sehr gut auch persönlich. Und daher weiß ich, Steuerkette hatte ich auch, kannte ich auch, kann ich das ganz gut einordnen. Also mein Empfinden ist, dass der Motorlauf für einen 21 Diesel echt klasse ist. Wenn ich das vergleiche zu dem 0W30 Helixöl, was BMW mir da mal eingefüllt hat, als ich einen Turbotausch hatte, kleiner Plausch aus dem Nähkästchen, läuft das Ding wie der Gott und das andere wie ein Sack Schrauben. Also das ist wirklich ein enormer Unterschied. Da hat allein der Wechsel vom 0W30 Shell Helix auf das 0W40 ESP einen riesen Unterschied gebracht. Und wenn man darüber hinaus noch das Mikrokeramik reinmacht, was jetzt hier der Fall ist, ist der Unterschied nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Es ist natürlich schwer, das Ganze hier mit einzufangen und mit den vorhandenen Mikros, die ich hier habe. Das menschliche Ohr hört einfach viel mehr als die Mikros, die ich hier zu Hause habe. Oder es gibt andere Mikrofontechnik, die deutlich teurer ist als das Auto. Mehr als in dieser Art und Weise kann ich das nicht rüberbringen, aber es ist ein sehr guter Effekt, der für mich eingetreten ist und die ganze Laufkultur des Motors ist angenehmer geworden. Daumen ab dafür, finde ich echt gut. So, jetzt aus der Hocke. So, das Mikrokeramik ist nun drin und jetzt mache ich den Motor gleich mal an. Da stelle ich jetzt nichts für auf. Dann werden wir gleich mal eine Runde drehen gemeinsam. Also, weiter geht's. 21 Diesel von meinem Bruder und ich werde jetzt mal einen Ausrolltest machen von außen dritten Gang und 50 km/h. Und da werde ich mir den gleichen Punkt raussuchen und werde einmal einen Vergleich erstellen vor dem Wagner und nach dem Wagner Mikrokeramik. Ich habe hier ein gutes Mikro im Auto, wie man vielleicht auch gerade an meiner Stimme hören kann. Und ich hoffe, dass man den Motorsound und den Innenraumsound hier ganz gut einfangen kann. Falls es irgendwelche Störungen gibt, bitte ich das vorab zu entschuldigen, weil das ein Mikro ist, wo ich gerade kein Stativ habe, beziehungsweise kein Stativ in mein Auto stellen kann. Und ich es in der Hand halte, es könnte sein, dass einzige Wackelgeräusche oder Mikrogeräusche zu hören sind. Aber ich denke, von der Qualität wird das Ganze sehr gut sein. Ansonsten lasse ich mal das Auto für sich sprechen und wir schauen mal, was sich da ergibt. So, ab 60 mache ich. Ab dem Schild, was da links ist, lasse ich los. So, dritter Abschild.
interessant. Fühlt sich ziemlich gleich an. Also da war wieder rechts die Auffahrt. Sah sie ähnlich aus. Jetzt ist gleich nochmal 6. 60 km/h aus dem 4. Nach der Kurve, Orientierung, der dicke Baum auf der rechten Seite. Da ist der rechte Baum und weg. Jetzt fängt er auch an zu schieben. Fühlt sich sehr gleich an, muss ich gerade sagen. Die Nehmung bei meinem Wagen war enorm, also wirklich stark. Jetzt gehe ich nochmal einmal in den 2. und gebe einmal Vollgas aus dem Stand. Und zwar jetzt. So, kommen wir einmal zu der Auswertung von dem Ausrolltest. Ich habe das Gefühl, dass es von Modell zu Modell unterschiedlich ist, wie ein Wagen darauf reagiert. Es ist komisch irgendwie zu sagen, denn bei meinem 330 Diesel war das wirklich so, ich bin gefahren, ich bin vom Gas gegangen, ich habe gemerkt, oh, der rollt deutlich, deutlich länger. Ein Diesel ist natürlich von der ganzen Motorcharakteristik ein ganz anderes Fahrzeug als ein Benziner. Deswegen kann es auch sein, dass dementsprechend unterschiedlich die Faktoren des Mikrokeramiks wirken. Kleiner Motor, wenig Ölvolumen, wirkt vielleicht anders als ein 4-Zylinder, ein 3-Zylinder, 6-Zylinder, 8-Zylinder, 12-Zylinder. Das sind alles unterschiedliche Komponenten, die auch unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen. Bei meinem Wagen war es deutlich spürbar, bei diesem Fahrzeug muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt und das sieht man natürlich auch ganz klar in den Videos. Die Punkte, die ich gewählt habe, natürlich gibt es da kleine Differenzen, aber ich habe das versucht, so genau und so gleich wie möglich zu gestalten und man sieht einfach, es ist kein wesentlicher oder kein wirklich spürbarer Unterschied. Demzufolge würde ich sagen, im Großen und Ganzen muss man sich darauf konzentrieren, was jetzt hier das wirklich das A und O von dem Mikrokeramik ist. Mikrokeramik hat natürlich den Vorteil, dass man eine Verschleißreaktion als solches hat und natürlich die Geräuschkulisse vom 4-Zylinder-Dieselmotor wirklich stark verbessern kann in einen Motor hin, der wirklich besser funktioniert, im Sinne von kultivierter oder laufruhiger läuft und wirklich deutlich mehr Spaß macht. Und die Präsenz von dem ganzen Motor ist wesentlich geringer als vorher, was für einen 4-Zylinder-Diesel echt eine sehr, sehr gute Angelegenheit ist. Das ist soweit mein Test. Wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert oder auch gerne einen Daumen oben da liked. Und was mich auch interessiert ist, wie ist eure Erfahrung damit? Habt ihr das Mikrokeramik schon mal benutzt? Wenn ja, wie war eure Erfahrung damit? Weil ich kriege immer wieder Zuschriften. Ich muss mal ein Video machen, dass ich alle Zuschriften da zusammentrage. Ich kriege sehr viel positives Feedback auch tatsächlich. Ich vertreibe das nicht, aber ich bin einfach neugierig, wie eure Erfahrungen damit sind. Und im Großen und Ganzen, ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert den Channel, lasst ein Like da, schreibt eure Erfahrungen, wie es mit euch ist und ob ihr ein Problem mit euren 21 Diesel und der Steuerkette habt und ob ihr es gelöst habt oder ob ihr damit weiterfahrt, weil im Endeffekt ist es im Großen und Ganzen eher ein Komfortproblem als ein wirkliches Problem, das die Steuerkette reißt. Das passiert in der Regel wenig. Das war's von meiner Seite, haut rein Jungs, peace. Der Wagen hat jetzt mittlerweile deutlich mehr Kilometer runter, das heißt, das Öl wurde hier auch gewechselt. Es ist ein neues 0W40 Mobil ESP drin. Wann das getauscht worden ist, weiß ich nicht, weil ich hier nicht die komplette Dokumentation von dem Wagen habe. Mittlerweile ist die Laufleistung bei 138.700. Ebenfalls ist hier wieder das Mikrokeramik drin. Ich habe mal hier ein Mikro jetzt aufgebaut, jetzt habe ich auch eine Möglichkeit, ein Mikro im Auto anzubringen. Und jetzt fahre ich mit euch mal eine kleine Runde und vielleicht kriegen wir noch was Gutes zu hören oder ihr kriegt so ein bisschen den Eindruck, wie gut der Wagen wirklich läuft. Mikrokeramik auch wieder in diesem. Das war gerade mal ein Mikro. So, ich habe das nochmal befestigt. Ich hoffe, das hält jetzt besser. Ich nehme mich nochmal mit auf eine kleine Runde mit dem BMW hier und dann können wir vielleicht gucken. Der Motor ist es nicht wirklich warm. Also ich bin hier nur 2 Kilometer maximal gefahren und ich hoffe, ihr kriegt so einen Eindruck, wie sich das Ganze jetzt auch hier anhört.